So, Folge Nummer 2. Wir müssen Helles Köpfchen noch immer heilen. Anna ist gerade beim Doktor, hat eine Diagnose bekommen. Oje. So, und da wird er schön hingesetzt im Deluxe. Ich möchte nur schauen. Dann. Guten Morgen, Leute. Wer heute Morgen in den Lower Bullocks die Augen aufschlägt, könnte eine Versammlung von Möchtegern-Droiden unten beim Kippelsteinkreis beobachten. Wie es der Zufall so will, findet in der Stadt heute auch ein Psychologenkongress statt. Ein Träumchen. Natürlich. Gehen wir gleich dahin weiter auch. Und das zweite Krankenhaus? Okay, da ist schon was Neues. An, da muss man dann stellen. Ein Krankenpfleger. So. Hier können wir uns da noch hinbauen. Pausenzimmer brauchen wir natürlich. Rock-and-Roll-Litis-Krankheit erkannt. Bitte halten Sie nach unsichtbaren und hochgradig tödlichen Krankheitserregern Ausschau. So. Sehr schön.
So. Verbaler Durchfall. Der bekommt eine Installation, das ist gut. Was könnte man denn jetzt noch haben? Gar nichts dabei eigentlich, oder? Ah, hier kann man dann erweitern immer. Ich bin gespannt, wenn wir unser eigenes. Lädt ein zum 179. alljährlichen Silverbottom Invitational, dem ehrwürdigsten Ereignis auf dem Omelette-Wettbewerbskalender. Wer wird dieses Jahr den silbernen Schneebesen mit nach Hause nehmen? Wahrscheinlich nicht Sie. Direkt aus den Wolken. Das ist Radio 2-Point. Radio 2-Point. Station, stimmt, bräuchte ich noch. So, eine Stationstür. So viele Betten waren schon. Eine Topferer. Was das sein soll? Instandhaltungsdurchsage. Medizinischer Abfall ist nicht auf dem Fußboden zu entsorgen. Schmerz entdeckt. Kann ich jetzt nicht nochmal irgendwie helfen, aber das ist mir ein bisschen Geld. In die Kassen spülen nochmal. Dann sollte das gut funktionieren hier. Ich habe letzte Woche eine dieser naturheilkundlichen Einrichtungen von Hanf besucht, um zu sehen, ob sie etwas gegen meine Bratensoßenallergie tun können. Sie haben mir einen langen Aufenthalt in ihrem Spa und eine Flasche Rosmarinextrakt verordnet. Hat mich ein ganzes Monatsgehalt gekostet, aber allmählich spüre ich schon den Effekt. Bratensoße kann ich aber immer noch keine essen. Wir brauchen einen Arzt, glaube ich. Dann nehmen wir natürlich den Dawson, weil der kann etwas. Wir haben auch einen neuen brauchen, wir haben auch einen teuren.
Sind wir zwar voll im Minus, aber. Wird schon werden. Zwar Psychiatrien, das ist gut. What is that? Ein hohes Tempo machen. Und momentan können wir eh nichts machen. So, Geld verdienen. Sehr schön. Oh, das ist ganz gut. So, den haben wir mal eingestellt. In den Schlagzeilen des Tages findet sich heute ein Interview mit dem Lottogewinner Gustav Geht's noch. Er teilt uns darin mit, dass der Gewinn des Jackpots ihn kein bisschen verändert hat. Das Interview wurde am Yachthafen von Croquembouche in seinem neuen goldenen Luftkissenboot geführt. Genauso wie früher also. Oh, so habe ich den weggemacht jetzt gerade. Wollte ich eigentlich nicht so. Noch ein Atem. Die Ärzte. Vier Ärzte und keiner hat Zeit oder was? Ja, da müssen zwar jetzt viele rübergehen, aber eigentlich egal.
Und das schaffen wir nicht. Okay, es wird aber auf jeden Fall irgendwann hektisch, das sehe ich schon. Wir werden unseren Kredit aufnehmen. Zwar. Jetzt wird auch eine Erleuchtungsklinik bauen können. Toiletten haben wir schon mit Leuchtungs. Allgemeine Diagnose. Wir müssen in die Station. Auf jeden Fall noch anstimmen. Unsere rasende Reporterin Sally Fig Blanket hat eine neue Reportage über die Krankenhäuser von Two Point County gemacht. Ich habe offen gestanden noch nie eine ihrer Reportagen gesehen, aber ich höre, dass sie ziemlich gut sein sollen. Bleib dran, Sally. Ah, okay, funktioniert. Ich muss sagen, das auch irgendwann funktionieren. Also, wir könnten schon wieder ins nächste gehen. Ein warmes Hallo euch allen an diesem schönen Morgen. Okay. Besonders an euch draußen in Fluttering, wo die Renovierung der Brücke zum alten Schloss abgeschlossen ist. Die Behörden haben mitgeteilt, dass man zum Überqueren der Brücke nun keine Fallschirme und Schwimmwesten mehr mit sich führen muss. Ach, es wird einfach nicht mehr dasselbe sein wie früher. Gut, aber ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein, macht's gut und ciao.